Bude, hier ist der Müller. Und heute geht's am Pajero weiter. Der neue Anlasser ist gekommen und den packen wir jetzt mal aus. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob der überhaupt passt. Ich habe nämlich einen V80-Anlasser bestellt und keinen V60. Aber von Bildern ist er identisch. Und von der Zähnezahl auch. Zumal die Anlasser für einen V60 nicht so verfügbar sind oder extrem viel kosten. Lassen wir uns mal überraschen. So, hier haben wir den alten Original-Mitsubishi-Anlasser. Der schon vor einem Jahr bei mir rausgeflogen ist, weil er die Grätsche gemacht hat. Und das ist jetzt der neue. Und das ist ein V80-Anlasser. Und das ist ein V60. Und wie man sieht, Größe identisch. Anschlüsse sehen auch alle gleich aus. Da messe ich gleich nochmal mit der Schieblehre nach. Das können wir ja gerade mal schnell machen. Wo haben wir sie? Jetzt mal auf. Hier ist sie. So, entscheidend könnte es sein, hier diese Kante, was haben wir da, jetzt fokussiert das nicht, 76 haben wir hier auch, das passt also. Ja, also der V80-Anlasser sieht identisch aus, gleiche Maße, der wird passen, jetzt schmeißen wir den mal schnell ins Auto rein. So, Anlasser ist drin. Abgasrückführung habe ich jetzt alles totgelegt, weil die sonst über den Ventildeckel geht. Ventildeckel ist ab, damit ich die Kraftstoffleitung mal öffnen kann, wenn er läuft, um das Ganze ein bisschen besser zu entlüften. Aber jetzt gucken wir mal, ob er angeht. Ich habe jetzt mit ein bisschen Bremsenreiniger anbekommen. Er hat extrem gequalmt. Also es wird noch viel Luft in der Leitung sein. Er qualmt immer noch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich muss noch Gas geben, damit er am Leben bleibt. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal so bei 2000 Touren laufen und gucken, ob es jetzt nach und nach immer besser wird. Es ist immer weniger qualmt. Oder es hat halt wirklich noch einen Injektor was. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass Luft drin ist. Das lassen wir ihn erstmal laufen. So, der Pajero läuft jetzt wieder, aber er läuft nicht richtig und ich weiß jetzt auch warum. Er verbrennt Wasser, also er drückt Wasser an der Kopfdichtung vorbei. Deswegen läuft er im Leerlauf nicht richtig. Ja, durch das Wasser kann er halt auf einem Zylinder nicht richtig verbrennen. Wenn man ausmacht und sich mittlerweile dann halt auch Luft im Kühlsystem gebildet hat, dann hört man richtig, wie das in den Zylinder so reinzischt, ganz langsam. So pssst, ja, hört man das, wie das da reinzischt. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir gesagt, wenn ich den Zylinderkopf nochmal abnehmen müsste für eine Reparatur, dann mache ich das nicht mehr. Dann baue ich alle meine Anbauten ab und Einbauten, also Sitze raus, Batteriesystem raus, Dachkorb runter und Standheizung raus und dann verkaufe ich das Auto an Export. Ja, auch wenn der V60 mein Traumauto ist und sich mega geil fährt und eine super Ausstattung hat, es ist halt nicht schrauberfreundlich und so ein Auto, das muss in der Wüste reparierbar sein mit einfachem Werkzeug und das ist der V60 nicht. Da braucht man quasi immer den kompletten Werkstattwagen mit allen möglichen Langnüssen und Verlängerungen und Gelenken und das ist einfach nicht praktikabel. Ich werde wieder den Schritt gehen auf den Vorgänger, ein V20, vielleicht sogar ein L040. Mal schauen, was sich da ergibt. Nächste Woche werde ich dann schon anfangen, wieder die Sachen abzubauen. Ja, und dann kommt das Auto weg. Ich bin schon angesprochen worden, weil ich wieder Videos zum Thema Rallye mache. Da habe ich schon drei Sachen in Planung. Beim Golf, der braucht wieder ein bisschen Pflege.
Pflege, da will ich was an den Nockenwellen machen. Motorlagerung muss was geändert werden und am Fahrwerk will ich noch was ändern. Also da werden dann ein paar Videos kommen. Ich habe noch einen alten BMW E34 gekauft, der ist gerade beim Lackierer. Da wird noch gerade ein bisschen Rost weggemacht. Da werde ich bestimmt auch noch mal ein Video drüber drehen über das Auto. Also, Offroad wird jetzt erstmal ein bisschen weniger. Erstmal wieder das Rückrüsten vom Auto und Verkaufen. Und dann gehen wir wieder in die Richtung Rallye. Und werden da wieder ein paar Videos drehen. Ja, und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich sag bis dahin und schön mit Ö.